ökumenischen Gottesdienst mit allen Sinnen. Ich darf Sie im Namen der katholischen und evangelischen Kirche sowie im Namen von Salz, der steirischen Alzheimer-Hilfe, sehr herzlich begrüßen. Bei dieser Gottesdienstfeier wollen wir besonders den Bedürfnissen von demenziell erkrankten Menschen gerecht werden. Dabei werden wir viele Sinne ansprechen und Trost, Freude und Bestärkung durch das Wort Gottes sichtbar, hörbar und spürbar machen. Beginnen wir diesen Gottesdienst im Zeichen unseres Glaubens, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir heißen Sie aus der St. Leonhard-Kirche und in der St. Leonhard-Kirche herzlich willkommen. Welcher Gruß passt eigentlich? Guten Tag? Nein, wir müssen eigentlich schon guten Abend sagen. Es wird schon dämmerig, die Nacht bricht herein. Vom Einbruch der Nacht handelt dieser Gottesdienst. Vom Wert des Lichtes und der Finsternis. Und dabei lassen wir uns von einem Satz aus dem Psalm 104 leiten. Dort heißt es, du sendest Finsternis und es wird Nacht. Dann regen sich die wilden Tiere des Waldes. Feiern Sie mit uns, haben Sie keine Angst, wenn es hier in der Kirche eher dunkel ist. Thank you.
Lebendiger Gott, du hast alles erschaffen, Himmel und Erde, Sonne und Mond, Tag und Nacht, Licht und Dunkel. Du weißt um Anfang und Ende unseres Lebens. Öffne unser Herz, damit dein Wort in uns wohnen kann und uns stärkt. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich bin der Tag. Seht mich an in meiner Pracht. Menschen regeln sich in der Sonne und die Vögel zwitschern. Der Tag ist besser als die Nacht. Sag das nicht. Auch ich, die Nacht, habe meine Vorzüge. Erst wenn es finster wird, siehst du die Sterne am Himmel leuchten. Sonne liegen und sich dann im Wasser abkühlen.
Ja, aber ich, die Nacht, bringe den Leuten andere Geschenke, zum Beispiel die Träume. Die Träume, die wichtige Botschaften ihnen bringen. Liebe Nacht, jetzt denke ich anders von dir. Du hast auch viele Vorzüge. Es wäre nicht auszuhalten, gäbe es nur den Tag. Ja, aber immer nur Nacht, das würde auch niemandem gefallen. Weißt du, lieber Tag, liebes Licht, ich glaube, wir sollten uns nicht mehr streiten. Wir beide gehören doch zusammen. Wir sind wie Geschwister. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Genau. Und der Schnitzer ist unser Gott. Und er mag uns beide. Keinen von uns hat er lieber. Er hat uns gleich gern. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. In der Nacht wird Jesus geboren. In der Nacht steht er aus dem Grab auf.
Zweite Lesung. Oft berichtet die Bibel vom Licht. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt. Finsternis führt er ans Licht. Verborgenes führt er ans Licht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Manchmal ist es in mir drinnen ganz dunkel. Ich bin traurig, weil ein lieber Mensch gestorben ist. Ich trauere um ihn. Ich vermisse ihn. Thank you.
bin nicht mehr mobil. Früher bin ich gelaufen, habe Sport gemacht, konnte arbeiten, war selbstständig.
Wir hörten gerade den Abendsegen aus der Oper Hänsel und Gretel. Und lasst uns miteinander beten, wie Jesus Christus uns zu seinem Vater zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, danke, dass Sie mit uns heute diesen Abendgottesdienst gefeiert haben. Nach dem Lied "Weißt du, wie viele Sternlein stehen?" werden wir von Gott gesegnet. Wir werden Ihnen einen Segen zusprechen und anschließend erfahren Sie noch Näheres über die demenzfreundlichen Gottesdienste. Dann suche die Beschreibung.
ihr wisst, bin ich selber Angehörige von einem Menschen mit Demenz. Und in meiner Funktion als Opfer von Salzsteirische Alzheimerhilfe habe ich mit ganz vielen Angehörigen Kontakt und spreche mit ihnen auch. Und Glaube ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor, um durchzuhalten, um einen Sinn darin zu sehen, um die Liebe quasi aufrechtzuerhalten und nicht in Verzweiflung zu verfallen. Aber auch für die Menschen mit Demenz ist es wichtig, den Alltag aufrechtzuerhalten und Dinge, die sie früher gern gemacht haben, auch weiterhin zu machen. Deswegen war es für viele Angehörige schwer, dass sie aus Angst, dass der Mensch mit Demenz im Gottesdienst vielleicht etwas Falsches tut, nicht mehr den Gottesdienst aufsuchen können. War für viele Angehörige ein schweres Los. Und deswegen bin ich total froh, dass wir da zusammengefunden haben und uns überlegt haben, wie können wir Gottesdienste machen, damit es gut funktioniert. Und ich bin echt froh, dass wir so lange herumgebastelt haben und ein Format gefunden haben, wo wir jetzt durch viele Gottesdienste gesehen haben, wie glücklich Menschen mit Demenz sein können, die vielleicht vorher kaum noch ansprechbar waren. Ja, und durch diese Segnung auch wirklich ein Funken Leben wieder drinnen war und wir ihnen wirklich schöne Momente schenken haben können. Ich glaube, es ist wichtig, einmal auch zu erwähnen, was den Gottesdienst so anders macht. Genau. Also den Gottesdienst macht anders, dass wir mit allen Sinnen feiern. Das machen wir zwar in vielen Gottesdiensten, aber in dem Fall ganz bewusst. Wir bringen hinein, was es so gibt. Wir haben gerade den Glockenklang gehört, also Glockengeläut, Begrüßung an der Eingangstür, einfach so dieses persönliche Willkommen. Und dann soll Barrierefreiheit gegeben sein. Wir feiern kurz, also diese biblischen Texte werden erarbeitet in einem Anspiel. Es ist erfassbar, die Menschen können mitreden und danach werden sie eben, wenn sie es wünschen, gesalbt. Und das haben wir oft erlebt, wie sie das genießen, dass sie da mit Rosenöl gesalbt werden, berührt werden. Und das Besondere ist auch, dass das mit den Angehörigen so viel ausmacht. Die Angehörigen sehen, sie sind nicht allein. Und sie sehen, wir werden die Würde ihres lieben Menschen wirklich wahren und nicht antasten. Das macht so viel aus. Spiritualität ist so etwas Wichtiges, wenn bei Menschen kognitiv einfach einiges nachlässt. Das ist für mich ganz was Wichtiges. Danach natürlich das Zusammensitzen und die Agape. Das ist dann immer das Besondere, wo die Menschen dann oft gar nicht heimgehen. Das ist definitiv ein ganz wichtiger Part, die Agape. Ja. Dieses soziale Zusammenkommen, nicht einsam sein in dem Moment. Ja. Und wir wissen, dass das ja gerade in der Demenz ein großartiges Tool ist, ja, um das ein bisschen rauszuzögern. Ja. Also es ist ein ganz wichtiges Event dazu. Ne. Genau. Wir haben ja schon sehr, sehr viele von diesen Events, von diesen Gottesdiensten auch miteinander feiern dürfen. Und das ist echt schön, dass diese Events und diese Gottesdienste auch in diesem Behelf zusammengefasst sind, den wir ja miteinander erarbeitet haben. Wir haben all unsere Gottesdienste zusammengesammelt, auch den wir eben gefeiert haben, da in St. Leonhard. Und ich glaube, das ist für die Leute, die das vielleicht in ihrer Gemeinde auch probieren wollen, mit einem Element, mit mehreren Elementen, ist es sicher eine gute Möglichkeit, dem auch ein bisschen nachzuspüren, den Gottesdiensten mit allen Sinnen. Also ich freue mich sehr, dass wir das echt zusammengebracht haben. Ich freue mich auch, dass wir mit diesen Gottesdiensten demnächst auch in die Regionen gehen werden. Bis dato konnte man eher in Graz feiern, aber vielleicht passt es ja einmal in Hartberg, vielleicht passt es mal in Ramsau. Da werden wir sicher schöne Lösungen finden. Ich freue mich drauf. Das besonders Schöne ist auch das Ehrenamtliche sehen, wie sehr sich ihre Arbeit lohnt. Weil sie sind so viele Menschen, die im Einsatz sind und sie brauchen auch oft diese Stärkung in diesem Begleiten von Menschen, die dementiell erkrankt sind. Das ist etwas ganz besonders Wichtiges auch.